Bei einer Serie von Anschlägen am Flughafen von Kabul sind mindestens 6 Menschen getötet worden. Mehr als ein Dutzend Verletzte wurden in ein Krankenhaus in der afghanischen Hauptstadt gebracht. Laut US-Verteidigungsministerium sind auch US-Bürger unter den Opfern. Deutsche Soldaten sind nach Angaben der Bundeswehr nicht betroffen. Laut Pentagon gab es eine Detonation nahe einem der 3 Zugänge zum Kabuler Flughafen. Außerdem habe sich mindestens eine weitere Explosion am nahegelegenen Barron Hotel ereignet. Dort hatten die USA und andere westliche Staaten Menschen untergebracht, die mit Evakuierungsflügen außer Landes gebracht werden sollten. Das US-Außenministerium und die US-Botschaft in Kabul sprachen zudem von einer großen Explosion und berichten über Schüsse. Westliche Staaten hatten zuvor vor Anschlägen in der afghanischen Hauptstadt gewarnt. Dort läuft seit der Machtübernahme der Taliban ein groß angelegter Evakuierungseinsatz. Das Bundesverteidigungsministerium hatte von mehreren Selbstmordattentätern in der Stadt gesprochen.